Sehr geehrte Touristen, aus Sicherheitsgründen ist es strengstens verboten, die Busfenster zu öffnen. Wenn wir an unserem Zielort eintreffen, bleiben Sie bitte bei Ihrem Führer und entfernen Sie sich niemals von der Gruppe. Bitte fassen Sie nichts an und nehmen Sie auf keinen Fall etwas mit. Passen Sie gut auf, wo Sie hintreten und halten Sie Abstand zu baufälligen Gebäuden. Am 26. April 1986 um 1.23 Uhr Ortszeit geriet der Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks Lenin im ukrainischen Tschernobyl außer Kontrolle. Durch zwei Explosionen und einen 10 Tage andauernden Brand wurden Milliarden radioaktiver Teilchen in die Atmosphäre geschleudert und große Gebiete in mehreren europäischen Ländern verseucht. Das Gelände um das havarierte Kraftwerk wurde in einem Radius von 30 Kilometern abgesperrt. Die 135.000 Menschen, die dort lebten, wurden evakuiert. Sie sollten nie wieder in ihre Heimat zurückkehren. Die Natur in dieser streng bewachten Sicherheitszone überließ man ihrem Schicksal. Wie ist es ihr in all den Jahren ergangen? Dies ist die leise, eindringliche Geschichte der Tier- und Pflanzenwelt in der Todeszone um Tschernobyl. Erzählt von den Menschen, die die Natur dort seit der Katastrophe von 1986 beobachten und untersuchen, den Wissenschaftlern. Tschernobyl bietet faszinierende Forschungsmöglichkeiten. Bedingungen wie hier findet man nirgendwo sonst auf der Welt. Leben hier heute mehr Vögel, mehr seltene Arten als vorher? In Tschernobyl haben wir die einmalige Chance, die biologischen Folgen eines Supergaus zu untersuchen. Wir arbeiten hier seit 9 Jahren und haben in dieser Zeit Unmengen von Daten und Wissen gesammelt. Ich hoffe, dass wir bald mehr über das Verhalten des Plutoniums sagen können. Die Untersuchungen, die hier durchgeführt werden, unterscheiden sich grundlegend von der Arbeit im Labor, wo alle Bedingungen kontrolliert werden und ein bestimmter Faktor gleichmäßig auf Organismen einwirkt. Ich heiße Sergei Gaschak und bin Ukrainer. Geboren wurde ich in der Stadt Saporoschje. Unmittelbar nach der Reaktorkatastrophe erhielt ich eine Vorladung vom Wehrkommando. Ich sollte mich bei der Armee melden. Wie so viele andere Männer hätte ich damals zu dem zerstörten Reaktor geschickt werden können, um mitten im Zentrum der Havariezone an den Aufräumarbeiten teilzunehmen. Wie 800.000 andere Männer aus der ganzen Sowjetunion wurde Sergei als sogenannter Liquidator zu Aufräumarbeiten in das Sperrgebiet geschickt. Er hatte das Glück, nicht zu denen zu gehören, die den radioaktiven Schutt mit der Schaufel beseitigen mussten.
Sergei war einer Militäreinheit zugeteilt, deren Aufgabe darin bestand, rund um die Uhr sämtliche Fahrzeuge zu reinigen, die vom Kraftwerk zurückkehrten. Die Landschaft war mit kontaminierter Asche und hochradioaktivem Staub bedeckt. Die Haustiere wurden gekeult und verscharrt, die Ernte, die Häuser, ja sogar der Boden, alles wurde umgegraben. Nach 55 Tagen kam ein Offizier zu Sergei und eröffnete ihm, er sei einer Strahlung von 25 Röntgen ausgesetzt gewesen, der zulässigen Höchstdosis. Deswegen müsse er die Zone unverzüglich verlassen. Als der damals 24-Jährige aus der Todeszone ausgewiesen wurde, schwor er sich, irgendwann dorthin zurückzukehren. Diesmal als Wissenschaftler, koste es, was es wolle. Nach Abschluss seines Biologie- und Zoologiestudiums ließ sich Sergei mit seiner Frau Lena in Slavutich nieder, einer Stadt mitten im Wald, etwa 70 Kilometer östlich von Tschernobyl, die eigens für die Überlebenden des Reaktorunglücks gebaut worden war. Von hier aus fährt er nun schon seit 20 Jahren regelmäßig mit seinem Laborbus ins Sperrgebiet, um seine Forschungen zu betreiben. Sergei Gastschak ist wohl der Wissenschaftler, der an den meisten Studien innerhalb der verbotenen Zone beteiligt war. Nachdem die Menschen gegangen waren, kehrte zunächst völlige Ruhe ein. Niemand wagte es, einen Fuß in diese unheimliche Landschaft zu setzen, in die Geisterstadt Pripyat oder die traurigen Überreste der Dörfer, die von der Armee zerstört worden waren, um jeden Gedanken an eine Rückkehr im Keim zu ersticken. Schon bald jedoch wurde diese Ruhe vom emsigen Kommen und Gehen einer neuen, ganz ungewöhnlichen Spezies gestört. Den Wissenschaftlern. Mit Sondergenehmigungen ausgestattet, durften sie die schwer bewachte Grenze zur Sperrzone passieren und sich in dem weitläufigen Niemandsland frei bewegen. Ausdrücklich auch in den als hochgefährlich eingestuften Arealen, in denen die radioaktive Belastung die normalen Werte um ein Tausendfaches überstieg. Ich bin Biologe geworden. Mit meinem Fernglas und einem Fotoapparat bin ich durch die ganze Sperrzone gezogen. Mal zu Fuß, mal mit dem Auto und mal mit einem Boot. Ich kenne die Region nun seit mehr als 20 Jahren und sie ist mir sehr vertraut geworden. Die Milliarden radioaktiver Teilchen, die sogenannten Radionuklide, die durch den Unfall freigesetzt worden waren, griffen die lebenden Organismen am Unglücksort auf mikroskopischer Ebene an. Sie wirkten für das menschliche Auge nicht sichtbar in den Molekülen der Tiere und Pflanzen, unter anderem auch in den Chromosomen. Radioaktivität hat es schon immer auf der Erde gegeben. Sie ist ein fester Bestandteil unserer Umwelt. Die Natur hat ihre eigenen Reparaturmechanismen entwickelt, um davon keinen Schaden zu nehmen. Aber auf eine derart hohe radioaktive Belastung wie nach der Katastrophe von Tschernobyl war sie natürlich nicht vorbereitet. Wie würde die Natur reagieren? Noch nie zuvor war ein Ökosystem dieser Größe so stark verstrahlt gewesen. In diesem Labor unter freiem Himmel sollten die Wissenschaftler bislang unbekannte Phänomene beobachten. Verblüffenderweise schien keiner von ihnen Angst davor zu haben, selbst Opfer der Strahlen zu werden. Dieser Abschnitt ist 2 Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt. Hier liegt die Radioaktivität um das Tausendfache über dem Normalwert. Ein Gelbhalsmausmännchen ist in die Falle geraten.
Das Tier lebt in einem stark radioaktiv verseuchten Gebiet und ist sicherlich stark kontaminiert. Doch offensichtlich befindet es sich in einem guten Zustand. Es ist sehr lebhaft und kräftig, ich kann es spüren. Es ist bereit, um sein Leben zu kämpfen. Es beißt um sich und versucht, sich zu verteidigen. Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem GAU hat die Natur von Tschernobyl Besitz ergriffen. In der Sperrzone haben sich viele wilde Tierarten angesiedelt, die es dort vor dem Unfall nicht gegeben hat. Sogar einige Bären leben in dem Gebiet. Außerdem Wildschweine, Luchse, Rothirsche und Rehe. Vögel nisten auf dem Betonmantel, der den explodierten Reaktor einschließt. Hier ist die Strahlenbelastung 1 Million Mal höher als normal. Und das Erstaunliche, all diese Tiere scheinen genau wie die Maus, die Sergei Gaschtschak gefangen hat, völlig gesund zu sein. Jetzt sind wir schon 2 Tage auf der Suche. Durch den vielen Regen sind fast keine Spuren mehr zu sehen. Auch ein sehr seltenes, vom Aussterben bedrohtes Landsäugetier ist in dem kontaminierten Gebiet zu Hause, das Przewalski-Pferd. Sie müssen irgendwo in der Nähe sein. Katharina Slewinska arbeitet für das Zoologische Institut in Kiew. Die asiatischen Wildpferde sind ihr Spezialgebiet. Sie erforscht sie seit 1998. Weltweit gibt es nur etwas mehr als tausende Przewalski-Wildpferde. Diese Pferde stammen aus dem Naturschutzgebiet Askania-Nova im Süden der Ukraine. Dort leben knapp 100 von ihnen. Das Gebiet dort ist recht klein. Darum wurden im Herbst 1998 21 Wildpferde in die Sperrzone von Tschernobyl gebracht. Was Katharina nicht erwähnt, ist, dass die Verantwortlichen des Naturschutzgebiets Askania-Nova damals die schwächsten und ältesten Tiere für die Auswilderung in Tschernobyl aussuchten, überzeugt, sie in den sicheren Tod zu schicken. Sie haben sich hier gut eingelebt und fühlen sich sehr wohl. Sascha, wie viele Wildpferde leben zurzeit in der Sperrzone? Es sind ca. 50 Pferde, ohne die in diesem Jahr geborenen Jungtiere. Ich glaube, die Pferde fühlen sich hier wie im Paradies. Sollte die Sperrzone um Tschernobyl ein Paradies für Tiere geworden sein? Und wie steht es mit der Vegetation? Sie gedeiht prächtig. Sogar aus den einstigen Sozialbauten von Pripyat wachsen Bäume. Langsam aber sicher werden die Ruinen dessen, was einmal die ideale sowjetische Stadt war, vom Wald verschlungen. Wo früher Dörfer standen, wuchert heute üppiges Grün. Die freigesetzten radioaktiven Stoffe scheinen weder Tieren noch Pflanzen etwas anzuhaben. Hat die Strahlung wirklich keinerlei Einfluss auf die Natur? Bei der Untersuchung seiner Mäuse ist Sergei Gaschtschak zu einem beunruhigenden Ergebnis gelangt. Diese kleinen Nager sind eine große Hilfe für die Wissenschaftler, weil sie leicht zu fangen sind und vor allem, weil sie sich seit dem GAU, anders als der Mensch, bereits in der x-ten Generation fortgepflanzt haben. Daher können die Tiere wichtige Informationen über die Langzeitwirkung der Strahlung liefern. Dieses junge Feldmausmännchen ist bereits fortpflanzungsfähig. Äußerlich sind keinerlei Einflüsse der Radioaktivität erkennbar. Es muss jedoch radioaktiv verseucht sein, da es aus dem Roten Wald stammt. Ich messe nun den Grad der radioaktiven Verstrahlung. Sergei Gaschtschak hat in seinem Laborbus ein Gammaspektrometer installiert. Mithilfe dieses Geräts kann er genau messen, wie hoch die Radioaktivität im Körper der Mäuse ist. Und ob die Werte tatsächlich normal sind.
Diese steile Kurve ist ganz typisch. Die Maus ist stark radioaktiv verstrahlt. Sie ist extrem mit Cäsium-137 belastet, denn alle Lebewesen, die im Roten Wald leben, ernähren sich von Insekten, Pflanzen, Wurzeln und Pilzen. Dadurch sammelt sich eine enorme Menge an Radioaktivität, sogenannte Radionuklide, in ihrem Organismus an. Verblüffend, dass sie hier leben und sich fortpflanzen können und dabei völlig gesund aussehen. Ich würde mich wundern, in dieser Region einmal ein nicht kontaminiertes Lebewesen zu finden. Solche Werte sind hier völlig normal. Wie ist es möglich, dass ein so stark kontaminiertes Tier keine sichtbaren Veränderungen aufweist und in einer solchen Umgebung überlebt? Um zu verstehen, wie es zu dieser paradoxen Situation kommen konnte, kehren wir noch einmal zum Zeitpunkt des Unglücks zurück. Genauer gesagt zum 26. April 1986, 1.23 Uhr Ortszeit, dem Moment, in dem Block 4 explodierte. Zu allem Überfluss war der Reaktor damals gerade mit neuen Brennelementen bestückt worden. Er enthielt 200 Tonnen Uranoxid. Es kam zu einer thermischen Explosion, keiner nuklearen. Die Betondecke wurde weggesprengt und der gesamte Brennstoff in der Atmosphäre verteilt. Anschließend schlugen die radioaktiven Partikel auf die Erde wie Boulekugeln. Denise Damors und ihr Team vom Französischen Institut für Strahlenschutz und Nuklearsicherheit versuchen herauszufinden, wie sich diese radioaktiven Partikel in der Erde verhalten. Wäre es bei der Explosion geblieben, hätte die Katastrophe gar nicht so gravierende Ausmaße angenommen. Denn dann hätte sich die Verstrahlung auf die 30-Kilometer-Zone beschränkt, da die schweren Partikel alle in der Nähe des Reaktors niedergegangen sind. Doch unglücklicherweise brach ein Feuer aus, das 10 Tage lang wütete. Während des Brandes stieg die Temperatur im Reaktorkern um ein Vielfaches an. Dazu muss man wissen, dass sich in den Brennstäben bereits radioaktive Spaltprodukte befanden. Nach dem Unglück sind die schwereren Partikel relativ schnell in der Nähe des Reaktors niedergeschlagen. Die leichteren jedoch wurden sehr weit fortgetragen. Es bildete sich eine riesige radioaktive Wolke, die sich binnen kürzester Zeit über alle Ländergrenzen hinweg in ganz Europa ausbreitete. Diese Simulation wurde anhand tausender wissenschaftlicher Daten erstellt und rekonstruiert die Ausdehnung der Wolke vom 26. April bis zum 9. Mai 1986. In nur 10 Tagen trug der Wind große Mengen an radioaktivem Material mit sich fort. 30.000 Mal so viel wie der jährliche Ausfall aller Atomkraftwerke der Welt zusammen. Noch heute stammen 3% der radioaktiven Strahlung, der wir täglich ausgesetzt sind, aus der Tschernobyl-Wolke. Dann kam das Wetter ins Spiel. Der Wind hatte gedreht und der Regen wusch die radioaktiven Teilchen aus der Atmosphäre. Dort, wo es regnete, wurde der Boden besonders hoch belastet. Wo es trocken blieb, gab es kaum radioaktiven Niederschlag. Daher verteilten sich die verstrahlten Gebiete wie die Flecken auf einem Leopardenfell. Und diese ungleiche Verteilung erschwerte natürlich auch die Rettungsmaßnahmen. Mithilfe zahlreicher Messdaten wurde eine Karte der kontaminierten Areale erstellt und die Grenze der Verbotszone entsprechend angepasst. Die Farben der Grafik zeigen deutlich, wie stark die Verstrahlung variierte. Doch auch nachdem der Sperrzaun versetzt worden war, lagen immer noch viele stark verstrahlte Gebiete außerhalb der Zone, deren Bewohner nie evakuiert wurden. Hier haben wir noch ein Beispiel für die ungleichmäßige Verteilung der Radioaktivität. Wir befinden uns im westlichen Teil der radioaktiv verseuchten Zone. Auf der Straße messen wir lediglich 3 Mikrosievert pro Stunde. Je weiter wir jedoch in den Wald hineingehen, anstelle des früheren Kiefernwaldes entstand ein Birkenwäldchen, desto höher steigt die Radioaktivität.
Sie steigt kontinuierlich an. Und hier, nur wenige Meter von der Straße entfernt, erreicht sie 28 Mikrosievert pro Stunde. 28 Mikrosievert pro Stunde. Das ist das 1000-fache der natürlichen radioaktiven Strahlung in der Ukraine. In diesem gigantischen und komplexen Freiluftlabor werden die Theorien der Wissenschaftler mit der Realität konfrontiert. Das Team von Denise Damors untersucht, was aus den Radionukliden im Boden geworden ist. Eine langwierige und heikle Arbeit. Über mehrere Rohre entnehmen die Wissenschaftler Proben mit Regenwasser aus unterschiedlichen Erdschichten. In einem Labor vor Ort werden diese Proben sorgfältig gereinigt, in kleine Flaschen abgefüllt und nach Paris geschickt. Dort, im Hauptlabor des Instituts, wird noch das kleinste radioaktive Teilchen erfasst. Die Analyse des Regenwassers bringt ein überraschendes Ergebnis. Nach allem, was uns bekannt war, gingen wir davon aus, dass das Plutonium an Ort und Stelle bleibt. Als wir vor 2 Jahren mit unseren Messungen begannen, stellten wir jedoch fest, dass es sich bewegt. Diese bei der Kernspaltung entstandenen Nuklide sind auch in geringen Dosen hochgiftig. Heute weiß man, dass sie nicht in der Sperrzone bleiben, sondern mit dem Wasser der Flüsse überall hingetragen werden können. Es dauert 240.000 Jahre, bis die Teilchen nicht mehr radioaktiv sind. Deshalb entnehmen und analysieren wir weiterhin diese Wasserproben, um herauszufinden, welcher Mechanismus hinter der Mobilität des Plutoniums steckt. In Tschernobyl können die Wissenschaftler die Folgen eines Super-GAUs unter realen Bedingungen beobachten, wie sie im Labor nie simuliert werden könnten. Unter der Sonne des Frühlings 1986, als Milliarden hochradioaktiver Teilchen auf die Natur niedergingen, begann ein Kampf auf Leben und Tod. Die Wissenschaftler nennen es die Akutphase. Sämtliche lebenden Organismen, ob Tiere oder Pflanzen, die von der kontaminierten Asche bedeckt wurden, waren einer enorm hohen Strahlendosis ausgesetzt, die direkt in die Zellen drang. Sie wurden Opfer des gefürchteten radioaktiven Feuers. Der Kern eines radioaktiven Atoms ist extrem instabil. Er zerfällt und setzt dabei Energie in Form von Photonen frei. Diese Teilchen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit. Sie treten zu Millionen auf und können Materie durchdringen. Diese Lichtteilchen werden auch Gammastrahlung genannt und sind für das menschliche Auge unsichtbar. Auf ihrem Weg durch die Materie kollidieren sie mit allem, was ihnen im Weg steht. Sie zerstören die Moleküle und spalten sie in sogenannte freie Radikale, die hochreaktiv sind. Diese freien Radikale sind gefährlich, weil sie ihrerseits die Zellmembranen attackieren. In sehr hoher Konzentration können sie lebendes Gewebe vollständig zerstören. Die Natur war auf einen solch geballten Angriff nicht vorbereitet. In den Wochen und Monaten nach dem GAU starben in der Todeszone viele Millionen Tiere und Pflanzen. Insekten, Blumen, Gräser, Bäume, aber auch unzählige Mikroorganismen und Bakterien. In kürzester Zeit verfärbten sich die Kiefern in der Nähe des havarierten Reaktors rot und starben ab. Die Wissenschaftler gaben dieser Geisterlandschaft den Namen Roter Wald.
Die traurigen Überreste des Massensterbens sind noch heute zu sehen. Der Rote Wald sollte schon bald zu einer der faszinierendsten Forschungsstätten der Welt werden, die die Wissenschaftler vor immer neue Rätsel stellte. In den Jahren nach der Katastrophe wurden mehr als 400 missgebildete Haustiere in der Nähe der Zone geboren. Aufgrund der ungleichen Verteilung des radioaktiven Niederschlags grenzten kaum betroffene Areale an solche an, in denen die Fauna durch die hohe Strahlendosis komplett ausgelöscht worden war. Attention. Anders als bei der Explosion einer Atombombe, bei der die Strahlenbelastung vergleichsweise kurz ist, strahlen die Radionuklide im Boden unbemerkt weiter, bis sie sich wieder in stabile Atome umgewandelt haben. Radioaktive Stoffe werden grundsätzlich durch ihre Halbwertszeit definiert. Die Halbwertszeit ist die Zeit, in der die Strahlungsintensität einer radioaktiven Substanz auf die Hälfte abgeklungen ist. Das heißt, nach 10 Halbwertszeiten gilt die Substanz als nicht mehr radioaktiv. Manche radioaktive Stoffe haben eine sehr kurze Halbwertszeit, von nur wenigen Sekunden oder Tagen. Ihre Radioaktivität ist jetzt verschwunden. Sie sind nicht mehr radiotoxisch. Aber andere Stoffe wie das Plutonium, das Americium oder das Uran haben sehr viel längere Halbwertszeiten, die Hunderttausende von Jahren dauern können. Heute, mehr als 2 Jahrzehnte danach, sind nur noch 3% der radioaktiven Materie von damals in der verbotenen Zone vorhanden. Doch diese 3% haben eine extrem hohe Halbwertszeit. Und ihr Verhalten in der Natur gibt den Wissenschaftlern viele Rätsel auf. Das Sperrgebiet ist in eine neue Phase eingetreten. Eine Phase, in der eine ständige, wenn auch schwache radioaktive Strahlung herrscht. Die aktuelle Strahlendosis ist mit der in den Jahren direkt nach dem GAU nicht vergleichbar, übersteigt jedoch den Normalwert immer noch um ein Tausendfaches. Durch die natürliche Zersetzung der Vegetation sind die verbleibenden Radionuklide im Laufe der Jahre langsam ins Erdreich gedrungen und so in Kontakt mit den Wurzeln der Pflanzen gekommen. Alle Lebewesen, auch die Tiere, absorbieren diese Radionuklide, entweder über die Atemluft oder über die Nahrung. Sie müssen diesen Feind in ihrem Körper bekämpfen, der sie von innen verstrahlt und dadurch selbst radioaktiv werden lässt. Die gesamte Nahrungskette in der Sperrzone ist betroffen. Boris Sorochinski ist Botaniker und Radioökologe. Er verfolgt den Kampf der Vegetation gegen die mikroskopisch kleinen Invasoren aus nächster Nähe. Seit mehr als 17 Jahren untersucht er die Wirkung und das Verhalten von Radionukliden auf die Pflanzenwelt. Die radioaktive Strahlung in Tschernobyl geht heute hauptsächlich von den Radionukliden zweier Elemente aus. Cäsium-137 und Strontium-90, die jeweils eine Halbwertszeit von 30 Jahren besitzen. Nach 10 Halbwertszeiten werden auch sie verschwunden sein, sprich ungefähr im Jahr 2286. Diese beiden Atomarten sind die Hauptakteure in diesem langwierigen Kampf und sorgen für eine überraschende Umverteilung der radioaktiven Strahlung. Heute lässt sich ein sehr interessantes Phänomen bei der chemischen Zusammensetzung des Bodens und der Vegetation beobachten. Die Radionuklide haben sich mit der Zeit in die tieferen Regionen abgesetzt und befinden sich nun ca. 30 cm unter der Erdoberfläche, in der Wurzelregion. Die radioaktiven Atome werden somit zwangsläufig über die Wurzeln der Pflanzen absorbiert. Folglich befindet sich ein Teil der Radioaktivität im Boden und ein Teil in den Pflanzen.
Durch die von den Zellen absorbierten Radionuklide sind die Pflanzen einer permanenten Bestrahlung ausgesetzt. Die Folgen der Einwirkung geringer radioaktiver Dosen wurden bislang noch wenig erforscht. Sehen Sie sich mal an, wie der Geigerzähler reagiert. Direkt auf dem Boden zeigt er eine geringe Radioaktivität an 0,04 Mikrosievert pro Stunde, was nur knapp über der Norm liegt. Das hängt damit zusammen, dass sich der größte Teil der Radionuklide in 30 cm Tiefe befindet. Gehe ich jedoch mit dem Geigerzähler an diesen Stängeln entlang, steigt die Radioaktivität. Der Geigerzähler misst die Radionuklide in den Stängeln. Nun zeigt er 0,08 Mikrosievert pro Stunde, immerhin doppelt so viel wie am Boden. Unsere Beobachtungen haben gezeigt, dass die Pflanzen mittlerweile stärker radioaktiv belastet sind als der Boden, in dem sie wachsen. Wie verhält sich die Vegetation angesichts dieser Kontaminierung von innen? Karl Magnus Larsson von der schwedischen Strahlenschutzagentur hat sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Er koordiniert die Forschungsarbeit von über 30 europäischen Labors zu diesem Thema. Radioaktive Strahlung zerstört die Chromosomen, und zwar entweder direkt oder durch die Bildung freier Radikale, die dann ihrerseits die Erbsubstanz angreifen. Doch die Natur hat Mechanismen entwickelt, mit denen sie solche Schäden reparieren kann. Eines der wichtigsten Reparatursysteme der Natur beruht auf der Tatsache, dass Chromosomen aus zwei nahezu identischen Strängen bestehen, die schraubenförmig umeinander gewickelt sind. Wird ein Strang beschädigt, dient der andere als Vorlage für seine Reparatur. Spezielle Enzyme haben die Aufgabe, die fehlenden Elemente zu ersetzen, indem sie die beiden Stränge Gen für Gen miteinander abgleichen. Sobald eine Lücke entdeckt ist, wird sie geschlossen. Nicht alle diese Reparaturen sind erfolgreich. Es geschehen Fehler, die zu Genmutationen führen können. Entweder die Zelle stirbt dann ab oder sie vermehrt sich weiter. Das heißt, die Mutationen setzen sich fort. Diese Mutationen treten durch Anomalien zutage. Ihre Entstehung ist rein zufällig. Lassen sie sich auch mehr als zwei Jahrzehnte nach dem GAU noch beobachten? Boris Sorocinski hat sich auf die Suche gemacht. Wie schön, dass ich diese ungewöhnliche Plattform gefunden habe. Eine solche Anomalie ist mir schon lange nicht mehr begegnet. Sehr wahrscheinlich hängt sie mit der inneren Radioaktivität zusammen, die dadurch entsteht, dass Radionuklide von der Pflanze absorbiert werden. Das Blatt weist sogar zwei Anomalien auf, und zwar in Form und Größe. Hier in der Region gibt es viele solche Riesenblätter. Diese beiden Blätter möchte ich Ihnen gerne einmal zum Vergleich zeigen. Sie sehen einen enormen Unterschied, sowohl in der Größe als auch in der Form. Und noch ein Beispiel. An diesem Zweig wachsen viel zu kurze und auch ungewöhnlich lange Nadeln. Und hier eine ausgewachsene Kiefer. Normalerweise wächst der Baum nach oben dem Licht entgegen, doch diese arme Kiefer weiß nicht so recht, wohin sie wachsen soll. Die Triebe wachsen nach allen Seiten. Auf diese Weise versucht sie, dem Problem Herr zu werden und sieht wie eine Kugel aus. In dieser Gegend gibt es viele solcher Kiefern. In dem langen Kampf der Vegetation gegen die Radioaktivität gibt es Verlierer wie die Kiefern, aber auch Gewinner. Und das, obwohl beide derselben Strahlendosis ausgesetzt sind. Wir befinden uns nun in einem Birkenwald. Die Radioaktivität ist hier ebenso hoch wie zuvor in dem Kiefernwald. Doch selbst wenn wir die Birken hier ganz genau unter die Lupe nehmen, können wir im Gegensatz zu den Kiefern keine morphologischen Anomalien entdecken. Weshalb ist das so? Dafür gibt es mehrere Gründe. Jede Baumart reagiert anders auf Radioaktivität. Birken sind äußerst widerstandsfähig, denn ihr Genotyp unterscheidet sich sehr von dem der Nadelbäume.
Die Birke ist ein besonderer Baum. Ihr Genom, also die Gesamtheit ihrer Chromosomen, besetzt nur sehr wenig Platz im Kern der Zellen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Chromosomen von Radionukliden betroffen werden, sehr gering. Im Gegensatz dazu besitzen die Koniferen ein großes Genom, das viel Platz einnimmt. Für die radioaktive Strahlung ist es also ein leichtes, die Chromosomen zu treffen und zu zerstören. Die unterschiedliche Widerstandskraft der Pflanzen hat das gesamte Ökosystem auf den Kopf gestellt und die Landschaft grundlegend verwandelt. In dem Areal, wo die Kiefern abgestorben sind, ist keine einzige nachgewachsen. Ihre Skelette sind stumme Zeugen der Tragödie von 1986. Heute haben die Birken das Gebiet erobert. Dieser Wald ist der am stärksten kontaminierte Wald der Erde. Die Radioaktivität hier erreicht das 10.000-fache der natürlichen Strahlung. Und doch sehen die Bäume gesund aus. Dies zeigt uns, dass Radioaktivität bei unterschiedlichen Baumarten völlig andere Folgen hat, bei gleicher radioaktiver Dosis. Biologische Faktoren sind verantwortlich für die Mannigfaltigkeit der Natur. Gibt es solche Unterschiede in der Reaktion auf Radionuklide auch bei anderen Pflanzenarten? Dieser Garten liegt im Stadtzentrum von Tschernobyl. 18 Kilometer vom Unglücksort entfernt. Er wurde durch die Katastrophe stark kontaminiert. Das ist das Haus von Leonid Bogdan. Er lebt allein, seit er nach seiner Scheidung nach Tschernobyl zurückgekehrt ist. Leonid bildet die absolute Ausnahme hier. Denn offiziell sind die 2000 Angestellten, die in der Zone arbeiten, in speziellen Unterkünften untergebracht und werden in einer Kantine verpflegt, in der nur Lebensmittel von außerhalb der Zone verarbeitet und serviert werden dürfen. Verständlicherweise ist es strengstens verboten, den Boden im Sperrgebiet zu bestellen. Ist dieser Mann also verrückt? Mitnichten. Leonid hat nämlich einen ganz besonderen Job. Seit 20 Jahren leitet er das Messlabor für radioaktive Strahlung in der Todeszone. Er weiß also genau, was er tut. Diese Kirschen müssen heute noch gegessen werden. Einige fangen schon an zu faulen. Ansonsten kommen die Bienen, denn auch sie mögen Kirschen. Ebenso wie von anderen Bäumen werden Cäsium und Strontium von dem Kirschbaum absorbiert, allerdings in ganz geringen Mengen. Das Strontium gelangt dabei nur in den Kern und nicht ins Fruchtfleisch. Das Fruchtfleisch können wir also essen, es ist reif und sehr süß. Den Kern dürfen wir jedoch auf gar keinen Fall mitessen. Leonid führt ein ruhiges Leben hier in Tschernobyl. Es herrscht eine seltsame Atmosphäre in der Stadt, in der man nur wenige Menschen in Militärkluft begegnet und die für Kinder und Schwangere verboten ist. In der Sperrzone eingesetzt zu werden, gilt als Privileg. Der Lohn ist doppelt so hoch wie im Durchschnitt, für nur 15 Tage Arbeit im Monat. Jeden Morgen läuft Leonid quer durch die Stadt zu seinem Labor in einem ehemaligen Kindergarten. Tausende von Pflanzen wurden hier schon analysiert und nach haben die Wissenschaftler das komplizierte Verhalten von Cäsium 137 und Strontium 90 entschlüsselt. Sie haben herausgefunden, auf welch erstaunliche Weise diese beiden radioaktiven Stoffe ins Gewebe eindringen. Sie geben sich als etwas anderes aus, als sie tatsächlich sind. Guten Morgen. Guten Tag. Welche Tests stehen heute an? Diese Birkenblätter stammen aus dem Roten Wald. Ich muss sie nur noch wiegen, dann können die Messungen durchgeführt werden. Auf der Grundlage von nur wenigen Gramm Pflanzenmaterial misst Leonid die Strahlung, die von dem Cäsium und Strontium in den Blättern ausgeht. Wobei jedes Element ganz spezifische Eigenschaften besitzt, was die Frequenz und die Stärke der Strahlung angeht. Leonid gibt die Probe in das Gammaspektrometer. Cäsium und Strontium werden in großen Mengen von der Birke absorbiert. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund.
Dieser Baum benötigt viel mehr Kalium und Calcium als andere Bäume. Und die Struktur von Strontium ähnelt der von Calcium, die Struktur von Cäsium der von Kalium. In diesen Blättern ist das Calcium durch Strontium und das Kalium durch Cäsium ersetzt. Da im Roten Wald große Mengen an Cäsium und Strontium vorhanden sind, werden diese unentwegt von den Birken absorbiert. Es ist ein ungleicher Kampf, den die Natur nicht gewinnen kann. Denn kein lebender Organismus ist in der Lage, die Angreifer von Kalium oder Calcium zu unterscheiden. Ganz einfach, weil sie in dieser Form in der Natur normalerweise nicht vorkommen. Sie sind ein Abfallprodukt der modernen Zivilisation. Alle Pflanzen benötigen Kalium und Calcium. Allerdings ist ihr Bedarf unterschiedlich. Jede Pflanze absorbiert ihre ganz individuelle Dosis. Dies erklärt auch, weshalb völlig unterschiedliche Mengen an Cäsium und Strontium von den Pflanzen aufgenommen werden. Ich esse alles, was ich in meinem Garten anbaue. Als ich damals mit der Arbeit im Labor begann, habe ich alle Pflanzen aus meinem Garten einer Analyse unterzogen. Sauerampfer, Kartoffeln, Kohl, Zwiebeln, Tomaten und Gurken. Aus den Ergebnissen habe ich meine Konsequenzen gezogen und einige Pflanzen aus meinem Garten verbannt, beispielsweise Trauben, Sauerampfer und schwarze Johannisbeeren. Leonid kann also die Früchte aus seinem Garten beruhigt essen, weil er eine sorgfältige Auswahl trifft. Die Wildtiere in der Sperrzone können das nicht und nehmen Tag für Tag tausende Cäsium- und Strontiumatome mit der Nahrung auf. Wenn eine Tierart der Radioaktivität besonders stark ausgesetzt ist, dann sind das die Mäuse im Roten Wald. Weil sie nahe am Boden leben, werden sie einerseits durch die Strahlung kontaminiert, die von der Erde und von den Pflanzen ausgeht. Andererseits nehmen sie aber auch über die Nahrung Radioaktivität auf, die dann rund um die Uhr in ihrem Körper wirkt. Der Amerikaner Robert Baker von der Texas Tech University studiert die Tschernobyl-Mäuse seit mehr als 15 Jahren. Mittlerweile beherbergt sein Labor eine umfassende Sammlung sorgfältig konservierter Tierproben aus der Sperrzone, die er Forschern aus der ganzen Welt zur Verfügung stellt. Seit 1994 arbeitet er eng mit dem russischen Wissenschaftler Sergei Gaschak zusammen. Angesichts der immensen Verstrahlung der Tiere lag es auf der Hand, welche Frage die beiden als erstes angehen würden. Wir sind davon ausgegangen, dass die Radioaktivität zu Mutationen geführt haben musste. Also war es logisch, zuerst danach zu suchen. Die größte Angst der Menschen, wenn sie an Tschernobyl denken, ist die Angst vor dem Krebs, aber auch vor Missbildungen in der nächsten Generation. Und die entstehen durch Mutationen. Deswegen haben wir damit begonnen. Ihre erste Aufgabe bestand darin, eine beträchtliche Zahl von Mäusen einzufangen, um ein statistisch relevantes Ergebnis zu erzielen. Mäuse haben zwei gewaltige Vorteile. Sie sind leichter zu fangen als große Säugetiere und ihre Biologie ist der des Menschen relativ ähnlich. Der nächste Untersuchungsschritt erfolgte in Slavutich, im radioökologischen Labor von Sergei Gaschak, das 1999 eigens gegründet worden war, um die Auswirkungen der Radioaktivität auf die Umwelt zu untersuchen. Für die Sequenzierung der Mäuse-DNA genügte ein winziges Stück vom Nagel der Tiere. Attention.
Bis zu ihrem Weitertransport nach Texas ins Labor von Robert Baker kamen die Proben in den Trockenschrank. Hier in der Texas Tech University in Lubbock sollte der Gencode der Tschernobyl-Mäuse systematisch entschlüsselt werden. Wir waren selbst schockiert über die hohe Mutationsrate, die wir bei den Tieren aus den am stärksten verstrahlten Gebieten gefunden haben. Wir hatten die Studie korrekt durchgeführt, also veröffentlichten wir diesen Aufsatz in der Zeitschrift Nature und berichteten, dass das Reaktorunglück eine immense Zahl von Mutationen hervorruft. Im April 1996 erlangten die Tschernobyl-Mäuse traurige Berühmtheit. Die Publikation von Robert Baker über ihre Vielzahl an Mutationen war Titelthema des renommierten Wissenschaftsmagazins Nature. Doch schon bald sollte ein Ereignis die Arbeit des Forschungsteams der Texas Tech University erschüttern. Die Wissenschaftler erlebten einen der schlimmsten Augenblicke ihrer Karriere. Wenige Wochen nach Erscheinen des Artikels stattete Robert Baker sein Labor mit einem automatischen DNA-Sequenzierungsgerät aus und beschloss, die Genanalyse zu wiederholen. Das Resultat war vernichtend. Alles falsch. Die berühmten Tschernobyl-Mäuse waren gar keine Mutanten. Sie waren ganz normal. Aber wie hatten sich die Wissenschaftler so sehr irren können? Beim ersten Mal hatten wir eine manuelle Sequenzierung durchgeführt, die bekanntermaßen eine hohe Fehlerquote aufweist. Auch diesmal gab es eine gewisse Mutationsrate, aber die war lange nicht so hoch, wie wir behauptet hatten. Damit wussten wir, unser Artikel war falsch, war wissenschaftlich nicht korrekt. Das automatische Sequenzierungsgerät zeigte nicht nur eine niedrige Mutationsrate, es erkannte auch, dass die Mäuse verschiedenen, nahe verwandten Arten angehörten. Was das Team um Robert Baker für künstliche Mutationen gehalten hatte, waren in Wirklichkeit natürliche genetische Variationen, die nichts mit der Strahlung zu tun hatten. Baker hatte im Grunde eine taxonomische Studie durchgeführt, also eine Bestimmung der im Sperrgebiet lebenden Mäusearten. I know we did not attempt to be dishonest. Es war nie unsere Absicht gewesen, die Unwahrheit zu verbreiten. Andernfalls hätten wir unseren Fehler sicherlich vertuscht. Aber eine ehrliche Wissenschaft ist wichtig für die Gesellschaft. Daran glaube ich. Und daran glauben sämtliche Kollegen aus meinem Team. Deswegen waren wir uns sofort einig, den Artikel zurückzuziehen. Wir wollten zeigen, dass die Strahlung Folgen hatte. Als wir uns bestätigt fanden, haben wir darüber berichtet. Es geht uns um die Wahrheit. Doch im Augenblick sieht es wohl eher danach aus, dass es den Tieren nicht nur gut geht, sondern dass ihr Genom tatsächlich unverändert ist. Wie war es möglich, dass die Mäuse nach über 40 Generationen in einer so stark verstrahlten Umgebung keine Mutationen zeigten? Im weiteren Verlauf der Untersuchungen fand Bakers Team die Erklärung dafür, warum es in Tschernobyl so viele nahe verwandte Mäusearten gibt. In der Zeit direkt nach dem Unglück, als die Radioaktivität am höchsten war, war in großen Gebieten jegliches Leben erloschen. Sämtliche Tiere waren verendet und was blieb, war lebensfeindliche Ödnis. Als sich die Natur allmählich erholte und die Strahlung so weit zurückgegangen war, dass sie nicht mehr tödlich war, kehrten die Tiere in ihren angestammten Lebensraum zurück. Mit der zunehmenden Zahl von Arten, die mit den neuen Lebensbedingungen zurechtkamen, stieg auch die Zahl der dort geborenen Jungen. Und so eroberten sich die Tiere die verseuchten Gebiete zurück, auch wenn sie dauerhaft mit der Strahlenbelastung zu leben haben. Sie produzierten Sperma und Eizellen, zeugten Nachwuchs. All das in einer radioaktiven Umgebung. Und wie es aussieht, haben sie dabei keinen Schaden genommen. Verschiedene Mäusearten aus der Umgebung, die den durch die Strahlung getöteten Mäusen genetisch sehr ähnlich waren, siedelten in der Todeszone, vermischten sich miteinander und verbreiteten sich.
Es waren also natürliche genetische Variationen, die Robert Baker und sein Team für strahlenbedingte Mutationen gehalten hatten. Möglicherweise hat sich dieses Szenario auch bei vielen anderen Tierarten im Sperrgebiet wiederholt. Offenbar haben die Tiere, die von außerhalb in die kontaminierten Gebiete eingewandert sind und die Strahlung unbeschadet überlebt haben, ihre natürlichen genetischen Unterschiede in die neuen Populationen eingebracht. Das Untersuchungsgebiet von Tschernobyl war zu einer tückischen Falle für die Wissenschaftler geworden. Denn natürlich ist hier die Versuchung groß, alles Ungewöhnliche auf die Strahlung zurückzuführen. Es ist eine gewaltige Aufgabe für die Forscher. Sie müssen Richtiges von Falschem unterscheiden. Sie müssen Ursache und Wirkung erkennen. Aber wie kann man beweisen, dass eine offensichtliche Anomalie tatsächlich die Folge einer radioaktiven Verstrahlung ist? Erschwert wird diese Arbeit durch ein weiteres Hindernis, dem sich die Wissenschaftler gegenübersehen: die immense Variationsbreite der natürlichen Eigenschaften jedes Lebewesens. Ist dieser fünfstämmige Baum normal? Sind diese Blumen normal? Und dieses Tier, ist es normal? Genau wie die Pflanzen werden auch die tierischen Organismen durch das radioaktive Cäsium und Strontium angelockt, da sie den natürlichen Mineralstoffen Kalium und Calcium chemisch sehr ähnlich sind. Das Cäsium dringt in die Muskeln und Drüsen ein, während sich das Strontium anstelle von Calcium in den Knochen ablagert. Wenn wir Anomalien bei Tieren, die in der Sperrzone leben, feststellen, müssen wir bei unseren Schlussfolgerungen große Vorsicht walten lassen. Schließlich müssen diese Veränderungen nicht unbedingt durch radioaktive Strahlung hervorgerufen worden sein. Ursache dafür können durchaus auch natürliche Umstände sein. Beispielsweise Gründe, die mit der Population, mit genetischen oder physiologischen Veränderungen, Veränderungen der Umwelt oder auch bestimmten Mangelerscheinungen zusammenhängen. Auch kann es sich dabei um Folgen klimatischer Veränderungen wie Dürre oder hohe Luftfeuchtigkeit handeln, um den Einfluss von vermehrt auftretenden Parasiten und so weiter. Hier haben wir es mit einem Hirschskelett zu tun. Das Skelett ist voller Strontium. Es enthält viel mehr Strontium als der Boden, auf dem es liegt. Das hängt damit zusammen, dass sich das Strontium hauptsächlich in den Knochen ansammelt und bei den Tieren zu gesundheitlichen Problemen führt. Das Skelett sieht jedoch völlig normal aus. Dieses Tier ist auch nicht wegen des Strontiums in seinen Knochen gestorben. Es wurde von Wölfen gejagt und gefressen. Aber woher soll man wissen, ob der Hirsch nicht aufgrund einer schleichenden Vergiftung mit Cäsium und Strontium besonders leichte Beute für die Wölfe war? Wie will man den Gesundheitszustand der gesamten hiesigen Tierwelt untersuchen, die seit 20 Jahren mit den Strahlen lebt? Bei den Mäusen geht das noch ganz gut. Sie haben einen relativ kleinen Bewegungsradius. Aber was ist mit den großen Säugetieren, die im Laufe ihres Lebens weite Entfernungen zurücklegen? Sie sind da, so viel ist sicher, wenngleich in unbekannter Zahl, da für eine Bestandsaufnahme das Geld fehlt. Und sie scheinen gesund zu sein. Aber wie überall in freier Wildbahn bekommt man die schwächsten Tiere nie zu sehen, weil sie schon bald von ihren natürlichen Feinden gefressen werden. Über ein großes Säugetier jedoch liegen viele sehr interessante wissenschaftliche Daten vor. Das wohl symbolträchtigste Tier der Todeszone von Tschernobyl, das Przewalski-Pferd.
Wir haben die Akkumulation von Radionukliden im Organismus von Przewalski-Pferden und Hauspferden, die in der gleichen Region leben, untersucht. Dabei haben wir herausgefunden, dass der sogenannte Akkumulationskoeffizient von Radionukliden bei den Przewalski-Pferden dreimal niedriger als bei den Hauspferden ist. Dies hängt möglicherweise mit der Ernährung bzw. dem Stoffwechsel der Wildpferde zusammen. Denn bekanntlich durchläuft das Gras den Darm der Wildpferde schneller. Dadurch steht den Radionukliden weniger Zeit zur Verfügung, in die Darmwand einzudringen. Aufgrund der jahrtausendelangen Selektion durch den Menschen haben die modernen Pferderassen diese Eigenschaft nach und nach verloren. Das Przewalski-Wildpferd hingegen hat sich nie domestizieren lassen. Es ist so robust wie in der Vorzeit. Wissenschaftler arbeiten an der Entschlüsselung des Genotyps von Przewalski-Wildpferden. Bekannt ist bereits, dass diese über 66 Gene verfügen, während das Hauspferd nur 64 Gene hat. Die Entschlüsselung dieses zusätzlichen Genpaares könnte uns Antworten zur reparativen Regeneration und Widerstandsfähigkeit gegenüber Radioaktivität liefern. Während die Wirkung der Radioaktivität auf die großen Säugetiere einstweilen ein Rätsel bleibt, ist man in einem anderen Bereich schon einen Schritt weiter. Seit 18 Jahren studieren zwei Wissenschaftler die Vogelwelt von Tschernobyl. Widerstehen die Vögel dem Cäsium und Strontium genauso gut wie die Mäuse? Und vor allem, leben hier heute mehr Vögel als vor der Katastrophe? Um genau das herauszufinden, sind wir hierher gekommen und haben all diese Bestandsaufnahmen durchgeführt. Neben den Vögeln haben wir auch Insekten und Säugetiere gezählt, ohne jedoch einen Hinweis darauf zu finden, dass dieses Gebiet zu einem Paradies für Wildtiere geworden ist. Im Gegenteil. Seit 1991 kommen der Forscher Anders Moller vom CNRS in Paris und Tim Mousseau, Biologe an der University of South Carolina, jedes Jahr hierher, um nach strengen ornithologischen Regeln die in Tschernobyl heimischen Vögel zu zählen. Dabei interessiert sie vor allem, ob es Unterschiede gibt zwischen den am stärksten kontaminierten Arealen wie dem Roten Wald und den nur wenig kontaminierten. Unterschiede, anhand derer man einen direkten Zusammenhang zwischen den vorhandenen Vogelzahlen und dem Strahlungsniveau herstellen könnte. Wir mussten feststellen, dass sowohl die Gesamtzahl als auch die Artenvielfalt der Vögel in den stark kontaminierten Arealen dramatisch zurückgegangen war. Und dieses Muster wiederholte sich überall. Innerhalb ihres Untersuchungsgebiets haben Anders und Tim insgesamt 1570 Vögel erfasst, verteilt auf 50 verschiedene Arten. Doch in den hochradioaktiven Gebieten leben nur halb so viele Vogelarten und die Populationszahlen der einzelnen Arten liegen um ein Drittel niedriger. Für die Vögel stellt sich die Situation offenbar völlig anders dar als für die Nager. Denn wie die Arbeit von Baker und Gaschak zeigt, ist deren Zahl in den stark kontaminierten Gebieten aufgrund der Zuwanderung aus anderen Regionen sogar gestiegen. Es wimmelt dort nur so von Mäusen. Wir teilten das Erhebungsgebiet in Planquadrate ein, um herauszufinden, wie viele Mäuse dort lebten, ob die Populationen stabil waren, ob die Tiere womöglich früher starben als gewöhnlich. Und es zeigte sich, dass die Lebenserwartung der Mäuse innerhalb der Sperrzone genauso hoch war wie außerhalb. Selbst im Roten Wald bot die üppige Vegetation den Mäusen einen idealen Lebensraum. Wir fanden höhere Populationszahlen innerhalb der 30-Kilometer-Zone als in vergleichbaren Gebieten außerhalb. Wenn die vielen Nager in der Verbotszone keine sichtbaren Anomalien aufweisen und ihre Lebenserwartung nicht beeinträchtigt ist, gilt das Gleiche auch für die Vögel?
Eine Antwort fanden Anders Moller und Tim Mousseau in den Ruinen einer ehemaligen Kolchose von Tschernobyl, Symbol der sowjetischen Landwirtschaft schlechthin. Hier entdeckten die Wissenschaftler, was schon geringe Dosen von Radioaktivität anrichten können. Was sie hier fanden, hatten die Forscher noch nie gesehen. Und das nach 15.000 untersuchten Schwalben in aller Welt. Wir entdeckten eine erstaunliche Zahl an Anomalien und Fehlentwicklungen. Die Schwalben, die wir dort untersucht haben, zeigten Tumore an den Füßen, am Hals und um die Augen. Das hier ist ungewöhnlich. Heute haben wir ein Zwergenei gefunden, das etwa 25% kleiner ist als normal. Bei keiner anderen Population ist so etwas bisher beobachtet worden. Insgesamt haben wir in den letzten Jahren vielleicht 14 oder 15 verschiedene Anomalien gefunden, von denen 10 noch nirgendwo auf der Welt beobachtet wurden. Eines der deutlichsten Anzeichen für die Strahlenwirkung in diesem Gebiet sind solche kleine weißen Flecken, dort, wo das Gefieder keine Färbung aufweist. Dabei handelt es sich um einen partiellen Albinismus, ein in der Natur überaus seltenes Phänomen. Die einzigen anderen Orte, an denen man diesen Pigmentmangel beobachten kann, sind Großstädte wie Paris oder Moskau. Dort ist er eine Folge der hohen Umweltverschmutzung. Relatively high levels of pollution. Here we have seen several different kinds of a morphological. Hier haben wir verschiedene morphologische Anomalien der Federn gefunden, wie zum Beispiel einen asymmetrischen Wuchs, sprich unterschiedlich lange Federn auf der rechten und der linken Körperseite. Für Vögel, die viel fliegen, ist es natürlich problematisch, wenn die Flügel oder die Schwanzspitzen nicht gleich lang sind. Das macht sie weniger aerodynamisch. Moller und Mousseau konnten zeigen, dass die Schwalben vorzeitig altern und dass nur 70% den Winter überleben, obwohl ihre normale Lebensdauer 14 Monate beträgt. Die schlimmste Veränderung jedoch ergab das Spermatogramm. In manchen Proben zeigten mehr als die Hälfte der Samenzellen eine anormale Morphologie. Das ist eindeutig negativ für die Vögel, da dieses Sperma in der Regel nicht zeugungsfähig ist. Die meisten Vögel, die sich im Sperrgebiet eingenistet hatten, insbesondere auch die Schwalben, waren von außen zugewandert und nicht in Tschernobyl geboren. Diese Tatsache, zusammen mit den extrem niedrigen Überlebensraten an vielen Erhebungsorten, legte die Vermutung nahe, dass die hiesige Population womöglich nur durch die permanente Zuwanderung neuer Vögel erhalten wurde. Die durch die Strahlung dezimierten Schwalben machten Platz für Neuankömmlinge, die dann später ebenfalls verendeten. Sollte das Gebiet von Tschernobyl, das nach dem Reaktorunglück zu einem der größten Wildtierrefugien Europas geworden ist, in Wahrheit eine Todesfalle sein? Ein vermeintliches Paradies, das die Vögel anlockt und ihnen dann den Tod bringt? Aber wie ist es dann möglich, dass sich die Mäuse hier kräftig vermehren und keinerlei sichtbare Anomalien aufweisen? We've handled several thousand mice. Unter den Tausenden von Mäusen, die wir gefangen haben, war nicht eine einzige mit einem abnormen Größenwachstum oder einer Nekrose. Wir haben nicht ein einziges Krebsgeschwür gefunden. Wenn die Mäuse pathologisch unauffällig sind, wie sieht es dann mit ihren inneren Organen aus? Sind sie gesund? Die Laboruntersuchungen ergaben, dass die kleinen Nager ganz erstaunliche Verteidigungsstrategien gegen die Strahlung entwickelt haben. Amazing.
Bei Radioaktivität handelt es sich um einen äußerst aggressiven und eindeutig negativen Faktor. Langzeituntersuchungen haben dies klar gezeigt. Wenn wir uns unter dem Mikroskop Zellgewebe ansehen, Drüsen mit innerer Sekretion oder Spaltgewebe von lebenden Organismen, und diese Zellen von Lebewesen aus kontaminierten Gebieten mit denen aus Kontrollgebieten vergleichen, können wir in den kontaminierten Gebieten häufig Zellanomalien feststellen. Hier sehen wir den Querschnitt der Nebenniere einer roten Wühlmaus aus einem nicht kontaminierten Kontrollgebiet. Die Gewebestruktur ist völlig normal. Alle notwendigen Schichten sind erkennbar. Und so sieht der Querschnitt der Nebenniere eines Lebewesens aus dem Roten Wald aus. Hier sind die Anomalien, die Abweichungen und Pathologien deutlich sichtbar. Zweifelsohne sind Lebewesen, die in einem Gebiet mit erhöhter Radioaktivität leben, einem größeren Stress ausgesetzt. Ihre biologischen Systeme zur Wiederherstellung bzw. Kompensation des zugefügten Schadens arbeiten auf Hochtouren. Jeder Organismus verfügt über derartige Schutzmechanismen. Sie kompensieren den erlittenen Schaden und ermöglichen es auch unter diesen Bedingungen, mit Hilfe von Backup-Systemen weiter zu funktionieren. Doch warum schützt sich der Organismus der Schwalben nicht auf dieselbe Weise? Nach hunderten Probeentnahmen und Analysen schienen Anders Moller und Tim Mussou 2007 endlich den Grund für dieses Defizit gefunden zu haben. Und der liegt offenbar darin, dass die Schwalben als Zugvögel nicht das ganze Jahr über im Sperrgebiet leben. Auf ihrer kräftezehrenden Reise in Richtung Afrika verbrauchen sie einen Großteil ihrer verfügbaren Antioxidantien. Doch diese Oxidationshemmer spielen in der körpereigenen Abwehr gegen radioaktive Strahlung eine zentrale Rolle. Wenn die Strahlen die Moleküle aufspalten und dabei hochtoxische freie Radikale entstehen, werden diese normalerweise von den Antioxidantien zerstört. Bei den Schwalben in den am stärksten kontaminierten Gebieten fanden wir eine sehr viel geringere Konzentration an Antioxidantien als bei den Vögeln in den weniger kontaminierten Arealen. Das brachte uns auf die Idee, dass diese Stoffe womöglich aufgezehrt wurden, um die Folgen der ionisierenden Strahlung zu bekämpfen, die bekanntlich freie Radikale erzeugt, welche die DNA schädigen und Mutationen verursachen können. Es war eine aufregende Sache, als wir diese Verbindung zwischen der Radioaktivität und der Konzentration an Antioxidantien entdeckten. Wenn die Vögel nach dem Winter nach Tschernobyl zurückkehren, sind ihre Antioxidantien zu weit aufgebraucht, um dem Ansturm der freien Radikale lange standzuhalten. Und sobald die letzten Reserven erschöpft sind, können diese hochreaktiven Moleküle lebendes Gewebe ungehindert zerstören. Die Folgen zeigen sich sehr bald und sind tödlich für die Tiere. Was ist das für ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Mäuse keine solchen Symptome zeigen? Woher kommt diese außergewöhnliche Resistenz? Erst 2008, nach 14 Jahren intensiver Forschung, gelang den Wissenschaftlern der Durchbruch in dieser Frage. Bakers Forschungsgruppe startete eine neue Versuchsreihe unter der Leitung von Brenda Rogers und entdeckte bei den Mäusen eine völlig unerwartete Verteidigungsstrategie. Am Anfang unserer Untersuchungen rechneten wir fest damit, im Sperrgebiet eine große Anzahl von Mutationen und Missbildungen vorzufinden. Aber wir fanden nichts dergleichen. Wir standen vor einem Rätsel. Die Tiere, die in dieser Umgebung lebten, schienen von den Strahlen völlig unbeeinträchtigt. Wie war das möglich? Und warum nahmen die Wildtierbestände sogar zu? Konnte es sein, dass die Strahlenbelastung eine positive Anpassung bewirkte? Das Team um Brenda Rogers stellt im Roten Wald einen Käfig mit weißen Labormäusen auf.
45 Tage lang sind die Tiere dort zum ersten Mal radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Eine Vergleichsgruppe verbringt den gleichen Zeitraum in einem nicht kontaminierten Gebiet. Im Roten Wald beträgt die Gammastrahlung das Tausendfache des Normalwerts. Aus Sicht der Wissenschaftler trotz allem eine vergleichsweise schwache Dosis. Nach 45 Tagen ist der erste Teil des Versuchs abgeschlossen und die Mäuse werden nach Slavutic zurückgebracht. Hier werden beide Versuchsgruppen einer sehr hochdosierten Bestrahlung unterzogen. Eine solche Strahlendosis von 1,5 Gray bewirkt eine gravierende Schädigung der Moleküle und insbesondere der Chromosomen. Diesmal allerdings binnen Sekunden. Die Frage ist, werden die Mäuse, die im Wald bereits einer schwachen Strahlung ausgesetzt waren, diese hohe Dosis besser verkraften? Wir wollten herausfinden, ob eine vorherige niedrige Strahlenbelastung zu einer geringeren Schädigung des Erbguts führt, als wenn die Tiere zuvor keiner Strahlung ausgesetzt waren. Wir wussten, 1,5 Gray sind genug, um die DNA zu zerschlagen. Brenda Rogers wartet 24 Stunden. Und in diesen 24 Stunden spielt sich alles ab. Der Organismus der Mäuse kämpft auf Hochtouren gegen die zahllosen DNA-Brüche, die die starke Strahlung bewirkt. Das Ergebnis war überaus interessant. Bei den Tieren, die zuvor keiner Strahlung ausgesetzt waren, fanden wir genau die Chromosomenschäden, wie sie nach einer Bestrahlung mit 1,5 Gray zu erwarten sind. Bei den Tieren hingegen, die zuvor schon eine schwächere Dosis abbekommen hatten, war das Maß der Zerstörung sehr viel geringer. Die naheliegende Frage war, hatte diese schwache Strahlung eine positive Wirkung auf den Organismus? Handelte es sich hier womöglich um einen hormetischen Effekt? Als hormetischen Effekt bezeichnet man die positive Wirkung geringer Dosen schädlicher Substanzen auf einen Organismus. Brenda Rogers vermutet, dass die schwache radioaktive Strahlung, die die Mäuse im Roten Wald abbekommen haben, bestimmte Gene stimuliert hat, die bei der Abwehr gegen eine solche Strahlung eine Rolle spielen. Entgegen unserer Erwartungen sahen wir keinerlei erhöhte Aktivität der Reparaturgene. Stattdessen beobachteten wir eine Veränderung an den Genen, die für das Einfangen freier Radikale zuständig sind. Die freien Radikale, die durch die hohe Gammastrahlung erzeugt wurden, werden sehr viel effizienter eliminiert. Sie werden, und das ist das Wichtige, unschädlich gemacht, noch bevor sie die Chromosomen schädigen können. Außerdem fanden wir eine erhöhte Aktivität der Gene, die beim programmierten Zelltod eine zentrale Rolle spielen. Offenbar funktionierte der körpereigene Mechanismus zur gezielten Entfernung stark beschädigter Zellen bei diesen Tieren besser als bei den Mäusen, die im Vorfeld keiner Strahlung ausgesetzt waren. Die jüngsten Untersuchungen von Brenda Rogers enthüllen noch mehr. Sie zeigen, dass vorzeitige schwache Strahlendosen die Mäuse nicht nur gegen starke radioaktive Strahlung, sondern auch gegen andere schädliche Einflüsse schützen können. Es scheint sich um eine erworbene Immunreaktion zu handeln. Das Immunsystem der Tiere, die in der Sperrzone von Tschernobyl leben und dort permanent einer leichten Strahlung ausgesetzt sind, reagiert schneller auf schädliche Umwelteinflüsse, allen voran auf chemische Gifte. Chemische Gifte wie beispielsweise die Krebsmedikamente der Chemotherapie. Es ist Brendas Traum, dass eines Tages auch der Mensch von ihrer Arbeit profitiert. Gut möglich, dass die schweren Nebenwirkungen einer Chemo- oder Strahlentherapie irgendwann durch eine längere, schwach dosierte Vorbestrahlung wie bei den Tschernobyl-Mäusen reduziert werden können. Existiert dieser beispiellose Schutzmechanismus, den man bei den Nagern gefunden hat, womöglich auch bei anderen Arten? Und könnte er deren erstaunlich guten Gesundheitszustand erklären? Und sind auch andere Tiere, ähnlich wie die Schwalben, durch besondere Faktoren geschwächt und verschwinden unauffällig aus der Region? In
In Tschernobyl sind noch viele Fragen offen. Was die Untersuchung der Strahlenwirkung auf das Ökosystem zusätzlich erschwert, ist ein Faktor, der immer mehr zum Tragen kommt. Die überstürzte Flucht der Menschen nach der Katastrophe und ihre Hinterlassenschaften in dem verwaisten Gebiet. Hier ist ein Vogelnest mit 4 kleinen Vögeln. Die Tiere haben es allerdings manchmal nicht leicht. Solche Mähdrescher können für Vögel zu einer echten Falle werden. Das ist eine tote Meise. Wenn wir uns die Sperrzone von Tschernobyl betrachten, müssen wir feststellen, dass die größte Gefahr für die Lebewesen noch immer vom Menschen ausgeht. Von solch banalen Dingen wie den enormen Müllmengen, den vielen herumliegenden Metall- und Glasteilen, alten Brunnen, offenen Luken und verfallenen Gebäuden. Das alles stellt eine Gefahr für Mensch und Tier dar. Das Paradoxe an der Todeszone von Tschernobyl ist, dass die Hauptakteure in diesem Ökosystem womöglich andere sind, als man dachte. Und die Radioaktivität vielleicht nur eine untergeordnete Rolle spielt. Und diese Akteure sind völlig unauffällig und für jemanden, der die Bilder der Natur nicht entschlüsseln kann, unsichtbar. Sergei Gaschtschak ist einer der wenigen Wissenschaftler, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, sie zu erforschen. So etwas gab es vor der Reaktorkatastrophe äußerst selten. Denn in den industriell genutzten Wäldern ließen die Förster nur gesunde Bäume stehen. Alle kranken, alten und toten Bäume wurden entfernt, da sie benachbarte Bäume mit Pilzkrankheiten oder Parasiten infizieren konnten. Doch diese kranken oder toten Bäume sind, genau wie die gesunden, ein natürliches Element unseres Ökosystems. Und sie dienen sehr vielen Organismen als Nahrung und Lebensraum. Seit der Reaktorkatastrophe gibt es hier sehr viele tote Bäume. Dadurch ist die biologische Vielfalt in den Wäldern insgesamt gestiegen. Nutznießer davon sind Fledermäuse, Insekten, Vögel und auch einige Säugetiere, die in den Baumhöhlungen leben. Dies zeigt uns, dass solche toten Bäume eine bedeutende Rolle bei der Evolution des Ökosystems in der Sperrzone von Tschernobyl spielen. Dort, wo früher ein riesiger Baum stand, fällt nun plötzlich Licht auf den Waldboden und gibt neuen Bäumen, neuen Pflanzenarten eine Chance. Ein neuer Lebenskreislauf beginnt. In diesen in den 40er Jahren unter Chruschtschow in Reih und Glied gepflanzten Wäldern haben die Förster vor dem Reaktorunglück Unmengen von Chemikalien ausgebracht. Und auch die riesigen Getreidefelder der Kolchosen waren getränkt mit Kunstdünger, Pestiziden und Fungiziden. Die gesamte Region war einer ungeheuren chemischen Verschmutzung ausgesetzt, die im April 1986 ein jähes Ende fand. Die Tatsache, dass keine Menschen mehr in diesem Gebiet leben, hat sich zweifelsohne sehr positiv ausgewirkt.
Tiere und Pflanzen, Böden und Landschaften können sich nun völlig unabhängig vom Menschen entwickeln, ganz nach ihren eigenen Gesetzen. Verglichen mit der Zeit, als hier noch Menschen lebten, ist die Natur reicher und vielfältiger geworden. Heute leben in Tschernobyl wieder Bären, Wölfe, Biber und Gelbschnabelschwäne. Seit einigen Jahren erforscht Sergei Gaschak die neuen Bewohner, allen voran die Fledermäuse. Die scheuen Tiere fühlen sich im Sperrgebiet besonders wohl. Darunter auch sehr seltene Arten, die in der Ukraine bisher noch nie beobachtet wurden. Hier haben wir eine gewöhnliche europäische Ohrenfledermaus, die auch in der Ukraine vorkommt. Es interessiert mich, wie sie in dieser Gegend, in der sie ideale Bedingungen vorfindet, lebt. Hier gibt es verlassene Häuser und viele alte Bäume. Niemand hindert sie daran, in dieser Region zu leben und sich zu vermehren. Die Fledermäuse leben in der Sperrzone, mitten in der Stadt Pripyat. Dieses Tier ist absolut gesund. Es sieht sehr gut aus, hat wunderschöne Flügel und Ohren. Natürlich ernähren sich die Fledermäuse von mit Cäsium und Strontium verseuchten Insekten. Und wie schon bei ihren Vettern, den Mäusen, misst man auch bei ihnen hohe Mengen an Radioaktivität. Doch entgegen aller Logik zeigen sie keinerlei Anzeichen einer Veränderung. Die große Zahl der Neuankömmlinge im Sperrgebiet hat eine sehr natürliche Folge. Die Populationen der Raubtiere, insbesondere der großen Fleischfresser, nehmen zu. Die Zahl der großen Raubtiere hat sich erhöht. So gibt es seit der Reaktorkatastrophe vor allem mehr Wölfe. Direkt in den ersten Jahren, nachdem die Menschen die Region verlassen hatten, konnte man dies beobachten. Der Wolf ist ein sehr intelligentes Tier. Er kann sich leicht an Veränderungen seiner Umgebung anpassen und hat sich recht schnell in diesem Gebiet ausgebreitet. Wie viele Wölfe es hier im Sperrgebiet gibt, ist jedoch schwer zu sagen, da sie bisher nicht gezählt wurden. Auch andere Indizien verraten, dass seit dem Abzug des Menschen eine ebenso vielfältige wie unauffällige Fauna in der Sperrzone heimisch geworden ist. Im Winter liefern die Spuren, die die Tiere im Schnee hinterlassen, den Wissenschaftlern wertvolle Informationen. Seit vielen Jahren schon sammelt Sergei Gaschak seine einzigartigen Beobachtungen über die Wildtierwelt in Tschernobyl. Auf diese Weise ist eine umfassende Datenbank über die hiesigen Arten, ihre Verbreitung und Lebensweise entstanden. Diese einsame Fleißarbeit erlaubt ihm eine realistische Einschätzung der Situation der Tiere in der kontaminierten Zone. Man kann sagen, dass die Anzahl der Fleischfresser und der Pflanzenfresser in der Sperrzone von Tschernobyl ein natürliches Gleichgewicht erreicht hat. Diese Anzahl steht auch in einem ausgeglichenen Verhältnis zur Vegetation, die die Futterbasis für die pflanzenfressenden Huftiere darstellt. Die Trias-Vegetation, Pflanzenfresser, Fleischfresser, hat somit ein für diese Region typisches Gleichgewicht erreicht.
Erstaunlich. Wir befinden uns mitten im Zentrum der Stadt Pripyat und finden überall Spuren. Spuren von Wildschweinen, Elchen, Rehen und Füchsen, viele Spuren von Hasen und sogar von Wölfen. Dabei stehe ich in unmittelbarer Nähe des Kulturpalastes, eines Restaurants und des Technikums. Die Situation unterscheidet sich nicht von derjenigen außerhalb der Stadt. Die Gebäude wirken offensichtlich überhaupt nicht bedrohlich auf die Tiere. Auch der bittere Geldmangel in der Ukraine hat Auswirkungen auf die Entwicklung der wilden Fauna. Die Umzäunung der Sperrzone ist lange schon völlig marode und stellt für die Tiere kein Hindernis mehr dar. So sieht die Umzäunung der Sperrzone von Tschernobyl heute an einigen Stellen aus. Für die wilden Tiere stellt sie natürlich überhaupt kein Hindernis dar. Sie können sich ungehindert in beide Richtungen bewegen. In den letzten Jahren hat es viele wilde Tiere aus den umliegenden Regionen in die Sperrzone gezogen. Hier fühlen sie sich sogar wohler. Sie spüren keinerlei Auswirkungen der Radioaktivität, freuen sich über die große Zahl von Schutzräumen und das immense Futterangebot. Innerhalb der letzten 20 Jahre ist aus der Sperrzone von Tschernobyl ein großartiger Naturpark geworden, vergleichbar mit der Zeit von vor Hunderten von Jahren. In diesem riesigen Gebiet um Tschernobyl scheint die Natur die Oberhand gewonnen zu haben. Über den Schauplatz einer Katastrophe, die das Leben hunderttausender Menschen erschüttert hat. Doch wenn die Natur sich tatsächlich an die neuen Bedingungen angepasst hat, dann zu einem hohen Preis. Denn insbesondere in den Jahren unmittelbar nach der Katastrophe hatte sie schwere Verluste zu beklagen. Sie musste Opfer bringen, die für die menschliche Art unannehmbar wären. Und was bedeutet das auf lange Sicht? Tschernobyl war eine schlimme Tragödie. Und doch besitzt die Wissenschaft mit diesem Gebiet einen einzigartigen Schatz, der es ihr erlaubt, die Wirkung radioaktiver Strahlung zu erforschen. Keine Frage, bisher kennen wir nur einen Ausschnitt der Geschichte, einen ganz kleinen Prozentsatz. Wir haben viel gelernt. Doch nun müssen wir begreifen, warum wir sehen, was wir sehen. Was ermöglicht es den Tieren, wie es scheint, weitgehend unbeschadet in dieser Umgebung zu leben? Ich bin zutiefst verwundert darüber, dass die Internationale Atomenergiebehörde nie beschlossen hat, hier ein Versuchslabor einzurichten, um die negativen Folgen von Nuklearunfällen zu erforschen. Heute, wo überall auf der Welt neue Kernkraftwerke gebaut werden, müssen wir doch wissen, welche Folgen das schlimmstenfalls haben kann. Der einzige Ort, dies herauszufinden, ist Tschernobyl. Und es gibt noch einen weiteren Widerspruch hier, der vielleicht am schwersten wiegt. Die Sperrzone von Tschernobyl ist bedroht. Zum einen von der extrem unsicheren politischen Lage und der Geldnot in der Ukraine, zum anderen aber auch von den jüngsten Plänen der Regierung, die bestimmte Teile des Gebiets wirtschaftlich nutzen will. Unter anderem als Zwischen- oder Endlager für den radioaktiven Müll anderer. Ich wünsche mir sehr, dass hier ein Naturschutzgebiet entsteht. Auf diese Weise könnte die Natur geschützt werden. Mit Hilfe einer wissenschaftlichen Station, mit wissenschaftlichen Mitarbeitern und Wachpersonal. Das ist mein großer Traum. Ich hoffe sehr, dass dieser Traum eines Tages Wirklichkeit wird.
Schon Dostojewski sagte, die Schönheit rettet die Welt. Und so hoffe auch ich, dass diese Region durch ihre Schönheit geschützt wird.